Wenn einer den ganzen Tag Buchstaben in den Computer hineinhackt, was muss der wohl essen? Hm? Damit ihm die Buchstaben nicht ausgehen? Hm? Bitte? Buchstabensuppe. Buchstabensuppe natürlich. Ne? Ja, das einzige Essen, das man noch lesen kann. Ne? Ja. Hm? Ja, wenn man den ganzen Tag schreibt, irgendwann den einen die Buchstaben aus, die muss man dann nachfüllen. Ne? Das hat man keine mehr. Also Buchstabensuppe kann man lesen. Und wenn man ein Wort findet in der Buchstabensuppe und man rührt um, dann verwandelt sich vielleicht in ein anderes Wort. Buchstabensuppe. Ich esse so gerne Buchstabensuppe. Buchstabensuppe. Ich esse so gerne Buchstabensuppe. Denn man weiß nie, was passiert, wenn man in der Suppe rührt. Es kann sein, dass aus dem schwarzen Wein ein Warzenschwein wird. In der Buchstabensuppe. Ich esse so gerne Buchstabensuppe. Und jetzt mal Buchstabensuppe. Ich esse so gerne Buchstabensuppe. Aus dem Kinderpuppenwagen wird ein Winterkuppenpark. Aus der Sodawasserflasche wird die Flodersasse waschen. In der Buchstabensuppe. Ich esse so gerne Buchstabensuppe. Buchstabensuppe. Ich esse so gerne Buchstabensuppe. Neben mir im Hort sitzt Susi, ich muss sie einfach lieben. Ich habe ihr an den Tellerrand einen Liebesbrief geschrieben. Mit der Buchstabensuppe. Ich esse so gerne Buchstabensuppe. Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Als ich gestern im Café war, ist die Zeitung weg gewesen. Doch im Suppenteller war mein ganzes Horoskop zu lesen. In der Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Lieschen Radieschen kriegte immer gleich einen roten Kopf. Ja, aber immer, da war nichts zu machen. Lieschen, sagte Tante Evelyn, Lieschen, komm Pullover anziehen, dir ist kalt.